Hallo, wunderschönen Hallo, herzlich willkommen. Oh, ich muss das hier noch einstellen. Ich habe ja seit letzter Zeit ein, ein Mikrofonarm und deswegen kann ich jetzt mein Mikrofon ohne irgendwelche nervigen, doch mit nervigen Hindernissen, aber das seht ihr Gott sei Dank nicht. Aber vielleicht, wenn ihr mal im Stream reingeschaut habt bei der Echo TV, dann habt ihr es wahrscheinlich gesehen. Ich habe einen Mikrofonarm jetzt. Teste aber auch mit zwei Mikrofonen im Moment, weil ich habe ja zwei Stück. Und das ist jetzt mit meinem bisherigen Mikrofon noch, deswegen für die, die es jetzt geradewegs auch noch hier mitbekommen, erstmal wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht zu einer neuen Folge Pokémon Heart Gold hier bei Dercho TV. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir sind, wie ihr sehen könnt, ja schon nah dran. Wir befinden uns in, vor dem Indigo-Plateau mit Pokémon, die halt noch nicht auf dem Level sind, wo sie eigentlich sein sollten, nämlich 45. Und ja, das ist halt auch so ein bisschen problematisch, was das nämlich angeht. Denn wenn ich jetzt mal nachschaue, Pokémon Liga Johto, ne, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich nämlich noch eine lange Zeit brauchen werde, um entsprechend die Pokémon zu leveln. Vor allem, obwohl, nee, das würde reichen. 45 würde dementsprechend reichen. Also wäre theoretisch, ja, es möglich, ne, wenn wir es hinbekommen. Ne? Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir es hinbekommen. Alle 45, das ist, sagen wir mal, das Ziel jetzt für die ganze Geschichte rund um die Top 4 nämlich. Also wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Und ja, deswegen Maximum 45, weil ich weiß, mit 45 werden wir das schaffen. Für die, die wahrscheinlich schon das Video hier auf dem YouTube-Kanal schon gesehen haben bezüglich der Geschichte mit Pokémon Pearl, was ich ja endlich jetzt mal geschafft habe. Endlich, muss ich ja wirklich so sagen. Endlich hat das geschafft, der Wadi. Sieht es ein bisschen anders aus. Sah es ja ein bisschen anders aus. Da waren ja die Pokémon etwas stark, zu stark. Und das war dann wirklich ein Krampf. Aber diesmal wird es nicht so sein. Deswegen werden wir jetzt, ja. Waren wir eigentlich schon hier? Kann ich hier schon zurückfliegen? Ich glaube schon, ne? Ja, kann ich nämlich schon. Deswegen, mache ich das auch nochmal. Ich guck mal, ob ich irgendwie zurück kann in der Siegesstraße und dann so irgendwie zurück kann, weil ich bemerke ja, dass, oder ich habe bemerkt, dass ich ja unbedingt auch noch Pokémon brauche, die, wie gesagt, ich habe alle dabei, ne? So sieht's aus. Ne, weil ich ja dementsprechend ja auch zurück muss. Deswegen werde ich mal überlegen, mal. Ich guck mal gerade nach. Ich glaube, ich werde mal Lanti in der Siegestraße erstmal trainieren, bis wir dann beim Ausgang sind. Das Problem wird halt auch einfach sein, dass wir nämlich irgendwie dahin müssen. Und das ist halt das Problem, was ich ja habe, weil wir nämlich Stärke brauchen und ich habe kein Pokémon mit Stärke mit. Ich könnte mal die Wappap natürlich ablegen, damit wir dann den ganzen Kram nochmal machen. Aber ich überlege mir jetzt halt einfach mal hier zu trainieren. Und die anderen Pokémon werde ich dann an anderer Stelle trainieren. Das Problem ist halt leider nur, da muss ich da anders hinkommen. Aber ich bemühe mich halt natürlich auch darum. Deswegen werden wir mal einfach mal sehen, ob das so funktionieren wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Ne, mit dem Leveln, mit dem Trainieren und so weiter. Ich habe ja auch noch nicht alle Items hier geholt, das ist ja auch noch klar. Ne? Und das wird auch erstmal so bleiben. Aber ein perfektes Terrain für meinen Landtour nämlich. Das muss ich auch nochmal sagen, weil unter anderem nämlich Gestein-Pokémon und auch ein Flug-Pokémon wie Golbat hier ist. Also das heißt, Elektro-Attacken und Wasser-Attacken hat ja mein Landturn. Es ist ja Wasser-Elektro, das ist ja ziemlich Standard. Und deswegen finde ich es halt auch sehr, sehr cool und ziemlich nice, dass das Ganze auch dann nochmal hier so großartig, ja, jetzt geradewegs zum Schluss, ne? Das ist doch wohl unmöglich, ne? Ja, und jetzt schlägt es sich selbst, das glaube ich nicht. Ne? Aber rechnet mal damit, dass wir in der übernächsten Folge vielleicht, mit bestem Fall in der übernächsten Folge, die Pokémon-Liga machen. Das heißt, wir nähern uns langsam dann dem Finale, aber ihr werdet dann auch mitbekommen, dass dann Pokémon Heart Gold dann auch eine Pause machen wird. Ja, ich werde dann nicht, nämlich nicht sofort mit neuen Folgen kommen. Die werde ich alle schön vorproduzieren, das ist klar. Damit ich dann für die andere Zeit dann mich auf andere Dinge, auf andere Projekte konzentrieren kann. Weil das ist ja auch ziemlich wichtig, dass ich mindestens für euch, und das ist ja das, was ich ja
mir versprochen habe, an euch, ne, euch zu informieren und zu unterhalten, dass ihr da natürlich dementsprechend auch mehr bekommt. Also nicht mehr bekommt, sondern das bekommt, was ihr natürlich auch hier verlangt, beziehungsweise auch, wie soll ich sagen, ja, bekommen sollt und ich es euch ja dementsprechend verspreche. Ne? Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich ja unter anderem mal gerne auch mal mir... Ach nee, ich habe ja hier noch neue Dinge stehen. Scheiße. Aber kümmern wir uns erstmal um das Donphan. So, mach ich mal hier alles schön ganz in Ruhe. Und ja, es ist, wie gesagt, Grande Finale. Es wird halt im nächsten Jahr weitergehen. Dann werden wir die Kanto-Region bereisen. Wenn wir das aber dann auch erst gemacht haben, wie gesagt, es wird wieder damit Pokémon im Januar weitergehen. Also es ist ja jetzt... Oh, ich wollte da runter, ne? Also es wird, wie gesagt, dann halt auch irgendwann... dementsprechend dann soweit sein, dass wir dann, ja gut, ich komme hier nicht weiter, ich brauche Stärke. Ja, ich brauche Stärke, ich komme hier nicht weiter. Das ist das Problem. Ich brauche Stärke, um weiterzukommen und habe ich im Moment nicht mit. Deswegen, warum nicht hier einfach mal die Pokémon trainieren zu einem besseren Zeitpunkt? Ja. Aber was soll's. 524 XP für Lanti. Wie gesagt, bis Level 45, weil ich ungefähr Bescheid weiß, wie nämlich die Level der Top 4 nämlich aussieht. Ich habe mich ja da auch ja, als ich ja mit Pokémon Pearl in der, im Livestream auf Twitch, habe ich mich ja auch damit ein bisschen beschäftigt. Dass ich ja auch geguckt habe, welche Pokémon unter anderem auf welchem Level sind, wie stark und so weiter. Es ist schon ein ziemlicher Kampf gewesen. Schaut euch gerne nochmal an auf dem DerchoTV YouTube-Kanal, wo ihr dieses Video auch geradeweg seht. Und ich würde mich dann auch freuen, wenn ihr nämlich euch auch, wenn ihr auch ein Abo hinterlässt. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Ne, es gibt halt eine ganze Menge, die wahrscheinlich die Videos gucken. Und natürlich dann da, wie gesagt, auch unter anderem, ja, sich darüber sehr, sehr freuen können. Oder vor allem, ich freue mich natürlich sehr. Und ja, ich versuche gerade irgendwie immer zu reden. Ich muss auch noch ein bisschen auf Dinge aufpassen, wenn hier noch was passiert. Aber ich muss mir darum ja keine Sorgen machen. Und ja, dann schauen wir mal einfach mal, was dann noch so abgehen wird in der ganzen Geschichte. So, mit den ganzen Sachen. Aber es werden auch jetzt unberuhigende Zeiten. Ich werde da auch nicht, das möchte ich auch nochmal sagen, drauf eingehen, weil, wie gesagt, das hat hier beim Thema Gaming nichts zu suchen. Politik vor allem und auch das Thema Corona nicht. Ich habe meine Meinung zu Corona, ihr habt eure Meinung zu Corona, aber bitte tut mir einen Gefallen. Verunsicherte Menschen, ne, für Menschen, die wirklich unversichert sind und nicht wissen, ob das wahr ist, was abgeht, sollen selbst den Weg hinfinden. Sollen selbst sich eine Meinung machen. Und klar ist, man muss gewisse Meinungen auch akzeptieren. Ich weiß, es gibt Leute, die akzeptieren nicht viele Meinungen. Das sind geradewegs auch die, die sich ziemlich leicht beeinflussen lassen. Ich weiß, da spreche ich jetzt wieder ein böses Thema an, aber wir leben im Moment wirklich in zu emotionalen Zeiten. Das tut sehr weh, das alles zu sehen. Und das ist halt auch so eine emotionale Sache. Level 43 für Lanti. Lernt nichts. Gut. Und ich muss ja auch ehrlich zugeben, die eigentliche Sache, dass man richtig miteinander diskutiert, dass man richtig miteinander umgeht, dieser gewisse Respekt, der fehlt halt eigentlich und den müssen wir eigentlich hier wiederbringen. Nicht nur im Internet, wie gesagt, weil es gibt sehr viele Menschen und ich habe das halt oft schon miterlebt, dass unter anderem, wie gesagt, die Leute hier geradewegs mit einem ausgedachten Namen, sprich mit einem Nickname und mit einem, irgendeinem Profilbild von irgendwas, dann meinen, hier schreiben zu können, was sie wollen. Und sorry Leute, aber es ist halt wirklich so, ihr versteckt euch hinter etwas, was ihr eigentlich nicht seid. Ne? Beziehungsweise, was ihr wirklich eigentlich nicht seid. Das ist schon ziemlich traurig, wenn ich da ganz ehrlich drüber reden möchte. Eigentlich nicht hier, deswegen werde ich über das Thema Corona und Politik an sich gar nicht mehr eingehen. Das werde ich in anderen Formaten machen, die damit sich dann auch beschäftigen. Da kann man dann auch hoffentlich in Ruhe diskutieren, in Ruhe darüber reden und auch dann viele Dinge machen. Worüber ich gerne reden möchte hier im Pokémon, ist natürlich auch klar, was nämlich hier auch mit Pokémon nämlich abgeht, weil es ist ja jetzt seit einigen Tagen, sind ja jetzt ja auch die neuen Editionen erschienen, Leuchtende Perle und Strahlender Diamant. Ich würde sie ja so gerne spielen, ne? Also ich habe ja schon von Freunden unter anderem mitbekommen, dass das Spiel ziemlich gut ist, dass es aber hier und da wegen einige Bugs natürlich auch noch gibt, vor allem wegen dem Chibi-Look, den es ja da jetzt gibt, ne? Da sind ja die Figuren ziemlich klein
Und was ich ja auch gesehen habe, dass ja gewisse Pokémon hinterherlaufen können. Wie ja hier in Heart Gold. Das ist aber jetzt ja auch schon seit Pokémon Let's Go nämlich so, dass das möglich ist. Und da ist es ja unter anderem auch so, dass die legendären Pokémon oder die Pokémon, die größer sind, ne, klein gezeigt werden. Also die Figur an sich, den Charakter, den ihr spielt, ne, der bleibt groß. Ne? Der bleibt der Größte, anstatt hier dementsprechend mit, ihr wisst schon Bescheid, ne, was? Und, naja, deswegen finde ich das auch schon ein bisschen eigenartig. Aber naja, ich hoffe, vielleicht könnte das Game Freak ist ja daran nicht beteiligt. Ilka Inc., Nintendo. Ilka Inc. macht das ja, ne, in Zusammenarbeit ja mit Game Freak so ein bisschen. Junichi Masuda, der ja gefühlt an allen Pokémon-Editionen ja beteiligt war, hat sich ja jetzt damit beschäftigt, kann man ja so sagen. Und zusammen halt mit Ilka Inc., die ja das ja gemacht haben. Die haben, glaube ich, auch Pokémon Home gemacht oder Pokémon Box, ich weiß es nicht. Irgendein Pokémon-Spiel haben die auch gemacht. Also die wissen schon, mit der Materie Pokémon umgehen zu können. Aber mal einfach mal sehen, ob sie es hinbekommen werden oder nicht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sie das hinbekommen könnten. Weil es bringt halt eigentlich nichts, wenn die Pokémon, weißt du, so ein Ho-Oh zum Beispiel, ne, so riesig groß eigentlich ist und dann in Diamant, also in den Remakes von Diamant und Perl dementsprechend sie so mega klein sind, dass du halt denken könntest, oh, was ist hier kleine Vision, was ist hier kleine süßes Ding, ne? Das bringt halt eigentlich nichts, ne? So bei gewissen Pokémon wie, ne, so den Startern, ne, Plinfa, Bommelin wollte ich schon sagen, Plinfa, Shelast und Panflam, kann ich's verstehen, aber wenn die dann halt Polion oder ein Shelterar oder halt sogar ein, oh, jetzt fällt mir der Name von der Endentwicklung von Panflam nicht ein, Panferno sind, dann ist das, ist das gar nichts, wenn sie so klein bleiben. Ne, das geht ja gar nicht. Ne? Also man muss halt einfach auch mal gucken, wie man das hinbekommt. Ne? Also da bin ich ganz ehrlich. Und ja, mal sehen, ob Nintendo da wirklich was machen tut oder nicht. Derweil schaue ich mal schon und Level 44 ist nicht mehr allzu weit entfernt, worüber ich mich sehr freue. Ich kann das jetzt endlich mal so ein bisschen, ne, muss noch ein bisschen immer justieren, damit ich auch so sagen kann, oh, ich kann mich jetzt zurücklehnen und so, ne. Ja, ich muss das auch hier dann immer so einstellen, ne. Das ist alles auch noch so ein bisschen wackelig, merke ich gerade, weil halt nicht das Mikrofon dran ist, was eigentlich dran sein sollte, ne. Und ich habe ja dann trotzdem noch immer irgendwie so Platz, das finde ich auch sehr schön. Ne? Und kann halt mich gemütlich zurücklehnen und zocken. Das würde dann halt mit Cam ein bisschen komisch aussehen, aber ich habe jetzt natürlich das Ringlicht nicht an, die Beleuchtung im Hintergrund habe ich nicht an, das frisst auch eine Menge Strom, Leute. Ne? Also, ne, Strom und Gas ist ja zumindest jetzt auch eine ganze Menge teurer geworden. Ich wollte eigentlich, na gut, so kann man auch Anrufe wegdrücken. So kann man auch Anrufe wegdrücken. Freut mich sehr. Ja, so geht es auch. Ich wollte eigentlich in Monika rangehen, aber nun gut, dann ist es jetzt nicht passiert. Finde ich schade, aber was willst du machen, ne? Ja, so. Ah, fast. Fast Level 44. Und, ja. Looky, looky wir mal. So, Georock. Da machen wir wieder Surfer. Nee, aber, ist halt natürlich ein bisschen anders. Ich hab's ja jetzt ja auch mal wieder versucht, mal so ein Let's Play, also hier bei DerchoTV heißt es ja Gamesplay, seht ihr oben rechts eingeblendet, habe ich ja versucht, ja ein bisschen so meine eigene Art hier zu machen. Ne? Ich muss ja nicht jeden Let's Play irgendwie nachmachen. Ein Gronkh zum Beispiel, wenn wir mal einfach mal von denen reden, der hat ja früher auch ohne Kamera angefangen. Ne? Heute streamt er ja auch 24/7 auf Twitch gefühlt. Gut, es gibt einen eigenen Gronkh TV 24/7 Kanal auf Twitch. Ich meine natürlich, wenn er halt live streamt, dann hat er natürlich auch seine Cam an. Das habe ich ja auch dementsprechend. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ich keinen Bock habe oder so. Jeder Streamer entscheidet das selbst, ne? Und wenn ihr damit dann halt nicht zufrieden seid, entweder akzeptiert ihr die ganze Geschichte. Das muss ja halt so sein. Wir müssen mehr Akzeptanz auch mit reinbringen in gewisse Dinge. Das hat nicht nur was mit damit zu tun, dass man sagt, hey, ich möchte meinen Streamer sehen oder ich möchte den Streamer sehen, ne, mach die Cam bitte an. Ne, es gibt halt auch welche, die sagen, ist denn doch in Ordnung, dass du die Cam aus hast und so. Also man muss wirklich nicht nur die Meinung anderer akzeptieren, sondern man muss halt auch das akzeptieren, was der Camer, was habe ich gerade gesagt, der Streamer das nicht will. Und das ist so ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Es ist wirklich ziemlich traurig.
ne, dass sowas im Moment in gewissen Landen, vor allem hier, ich schäme mich ja auch, ich sag's, oh Gott, jetzt fangen wir trotzdem mit. Gut, ich sollte den Bereich nicht nur Politik und Corona, sondern auch Gesellschaft noch mit reinbringen. Weil, okay, obwohl, Gesellschaft ist schon mal was Gutes, ne, wenn man Gott um die Welt hier redet, dann hat's auch ein bisschen was anderes. Sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Und das macht halt auch ein bisschen Bock, aber halt einfach nur so darüber zu reden, ne, anstatt dass sich dann noch jemand einmischt oder sowas, das ist halt auch ziemlich gut und ziemlich toll und so weiter und so fort. Und ja, man wird einfach mal sehen, ob das so dann kommen wird oder nicht. Ja, habt Spaß mit dem, was ihr macht. Und wie gesagt, akzeptiert das, was auf uns zukommt. Egal, ob es Regeln sind, egal, ob es unter anderem auch, ja, wie soll ich sagen, ob es auch so Dinge sind, wo ich halt auch immer wieder sage, Leute, ne, auch wenn es weh tut, gewisse Dinge müssen wir nicht unbedingt wissen wollen, akzeptieren wollen und so weiter und so fort. Ich höre mich echt schon wie so einer, ne? Also, ich bin, wie gesagt, nicht der allheiligste Heilbringer oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich will halt einfach nur, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder jeden akzeptiert, und das tun wir im Moment halt nicht. Ich habe die Gesellschaft schon, wenn ich ganz ehrlich bin, öfters für tot erklärt, als es andere getan haben, weil halt einfach kein Zusammenhalt da ist, weil halt einfach keine Akzeptanz mehr da ist, egal ob es um Corona, um Politik, um keine Ahnung, selbst um, ich weiß nicht, um eine Socke geht, die halt blau ist und nicht weiß, ne, oder gelb und nicht weiß, oder braun und nicht weiß, ne, das haben wir überall mit dieser ganzen Geschichte rund um Akzeptanz, ne, Respekt und Zuhören und so, ne, und wir müssen halt auch bedenken, dass wir halt in einer Zeit leben, wo vieles ziemlich zu emotional aufgenommen wird, ne, das habe ich von einer Dozentin zum Beispiel, die sagt, wir leben halt in einer Gesellschaft der Angst. Ne? Viele denken das halt, dass wir in einer Gesellschaft der Angst leben. Das finde ich nicht. Wir leben in einer Gesellschaft der Emotionalität, die derweil schon ein Level erreicht hat, was wir eigentlich nicht mehr kontrollieren können, aber wir auch nicht mehr akzeptieren, wo wir schon direkt aufgegeben haben. Gut, das ist so der manche Ansatz von gewissen Gesellschaften, Parteien und Behörden und anderen Firmen wahrscheinlich, die sagen, gut, es ist zu hoch für uns, wir geben auf. Ne? Das gibt's ja auch. Aber man muss halt einfach dran denken, man kämpft dafür. Ne? Es gibt andere, die kämpfen dafür, klar, wo man dann dagegen auch ankämpfen soll. Und wir müssen halt auch gewissermaßen dagegen ankämpfen. Und das ist wichtig. Und wenn es nicht wichtig ist für uns, dann ist es uns scheißegal. Und so kommt mir das auch geradewegs vor, dass für uns halt normales Diskutieren, normales Reden, normale Auseinandersetzungen mit einem normalen Ton, warum setze ich Funkensprung ein? Mit einem normalen, wie gesagt, mit einem normalen Ton, mit einer normalen Diskussionskultur, da kümmern wir uns nicht mehr drum. Eigentlich könnte ich das Spiel jetzt sein lassen und darüber diskutieren im Podcast, Mann. Wäre eine sehr gute Idee, ne? Ihr vermisst wahrscheinlich auch schon längst zwei Podcasts, ne? Zwei Herren am stillen Örtchen und DerchoTVFM. Leider beides im Moment wegen meiner und wie gesagt auch wegen der Zeit vom lieben Led Metallica, aka Jakob, auch so ein bisschen in, nicht in Vergessenheit geraten, keine Sorge. Vor allem DerchoTVFM ist in Vergessenheit geraten. Da hätte es ja schon längst in diesem Jahr so eine Menge Podcasts geben sollen. Ich versuche sowieso mal einen Restart nächstes Jahr, wenn nicht sogar in diesem Jahr schon hinzubekommen. Wird ja dieses Jahr einen Jahresrückblick geben, der soll ja so podcastmäßig sein. Ich überlege ja halt auch, dass unter anderem dass DerchoTVFM wirklich im nächsten Jahr wieder zurückkehrt, weil das ist zu wenig gewesen, was wir da im letzten Jahr halt hatten. Und in diesem Jahr halt hatten. Ich bin schon gefühlt schon 2022, obwohl wir zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch 2021 haben, und zwar noch November. Also, wie gesagt, das ist noch ziemlich weit weg, diese ganzen Geschichten und so. Aber dennoch, es ist halt ziemlich wichtig, es soll ziemlich wichtig sein, dass wir eine gewisse Kultur halt brauchen, um halt unter anderem zu wissen, dass wir halt dementsprechend gerne eine Kultur haben, wo wir halt uns besser unterhalten sollen, uns besser verstehen sollen und so weiter und so fort. So, Georock, du bist jetzt eigentlich quasi die Fahrkarte von Lanti für Level 44. Ich sehe aber auch gerade, wir haben schon auch eine gute Zeit durch, würde ich sagen. Aber wir werden jetzt nicht mit Lanti aufhören und jetzt jeder, wie gesagt, so eine Folge haben, weil dann müssen wir, glaube ich, noch, wie gesagt, mindestens noch... Oh Gott... Wen haben wir denn eigentlich noch?
Amphi könnte ich noch, ne? Amphi steht auf 44, ne? Taubi dann noch. Taubi, wie gesagt, Amphi müsste ich woanders. Das Problem ist aber, ich komme hier nicht weg. Ne? Dafür müsste ich woanders hin. Und wie gesagt, in dem Zwischenstück, ne? Zwischen Siegesstraße und Toyofälle, komme ich ohne eine VM nicht hin. Also weder mit Kaskade, weder mit Stärke. Ich brauche nämlich eines dieser beiden Dinger. Und da haben sich, wie gesagt, auch die Designer sich auch sehr, sehr schön gemacht, dazwischen kein Pokémon-Center zu stellen. Oder zumindest kein PC, wo man halt einfach mal das Pokémon auswechseln kann. Aber naja, man soll ja mit seinen Stärksten dorthin, beziehungsweise mit den Pokémon, die man da halt auch haben möchte. Und Lanti ist fertig. So, jetzt muss ich echt überlegen, werde ich hier Lanti auf Amphi auf Level 45 bringen? Weil das ist nicht mehr viel, ne? Das möchte ich auch nochmal sagen, ne? Ich glaube, ich werde, wie gesagt, Sakura als nächstes machen, weil Tony ist stark genug, Taubi ist stark genug, aber ich muss dafür woanders hin, ne? Deswegen. Ja, Amphi, ich muss mit dir woanders hin. Ich kann jetzt nicht immer nur auf Golbat warten, weil das ist dann einfach nur ein pures Flüchten, was gar nicht viel bringt. Und irgendwann kannst du nicht mehr flüchten. Wie jetzt zum Beispiel, Georok nämlich, es könnte Finale machen. Oder halt auch Erdbeben und du bist da. Oh, du hast gerade erst 44 erreicht. Ah ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Ja, wie gesagt, ne, ich habe ja Amphi 2 Sonderbonbons gegeben. So war das nämlich. Oh, ich werde gleich Schaufel einsetzen. Das hat keinen Sinn. Dann mache ich es doch auf die schnelle Art und Weise. Weil guck mal, es kommen jetzt nur noch Boden- und Gestein-Pokémon, gegen die Amphi nicht kämpfen kann. Weil selbst Kopfnuss, was es ja hat, bringt es ja auch nichts. So, dann muss ich mal wirklich... komm, wo haben wir Wadiwabab? So. Ja, ich komme hier vorne raus. Da, wo man reingegangen ist, da kommt man auch raus. Das ist ja so der Sinn der Sache von, Dingsbums. Von Dingsbums. Wie heißt die Attacke nochmal? Sie heißt Schaufler. Ja, ich muss auch ein bisschen aufpassen mit meiner Lautstärke, wie ich halt auch jetzt rede. Wenn es nämlich ziemlich nah ist, ne, dann muss man sich halt auch nicht wundern. Ja gut, ich werde jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, ich kann halt nicht anders durch, ne? Ich werde Wadiwabab mal ablegen, weil Wadiwabab ist ja schon fertig, wie gesagt. Ich brauche dann Wasser-Pokémon, ne? Dann nehme ich Quapsi mit. So, dann passt das schon so ein bisschen, ne? Obwohl, ich kann ja Folgendes machen. Wo ist der Typ mit dem Abra? Da haben wir den. Ne? Wenn wir halt uns noch nicht sicher sind, können wir ja zurück teleportieren nach Neuborgia. Ach, ich muss Abra ansprechen. Sonst war es, wie gesagt, immer so, ne? So, Abra. Hä, wieso geht das nicht? Okay. Ich wollte jetzt eigentlich... Na gut, dann nicht. Dann... Mann. Guck mal, das kostet alles Zeit jetzt, ne? Die ich jetzt wahrscheinlich... Guck mal, das ist nämlich so die Sache... Obwohl, warte mal, kann ich da hinfliegen? Ich kann da hinfliegen! Habe ich das jetzt etwa vergessen? Ich kann hier hinfliegen. Ich bin so ein Idiot! Ich bin so ein Idiot! Amphi, gib mir recht, ich bin ein Idiot. Ne, Amphi gibt mir nicht recht. Gut, so, dann wollen wir mal hier mal weitermachen. Klar, Sandan kann hier auftauchen. Udo ruft an. Meine Güte, was will der denn jetzt noch? Guten Tag, Wadi, Udo-Apparat, wie geht's? Ne, lass uns Pokémon wieder gegeneinander antreten. Ich stehe hier, Route 35, sprich mich einfach an. Übrigens, wenn du Route 35 auf deiner Pokémon-Karte berührst, erscheint dort eine Ausrufezeichen-Markierung. So findest du dich leichter zurecht. ...33 will kämpfen. Ihr habt es gesehen an dem Ausrufezeichen, ne? Ja, lohnt es sich jetzt noch mit einem Pokémon anzufangen? Ein Pokémon machen wir noch, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Und es ist ausgerechnet Sandama. Er ist jetzt Level 28, das ist jetzt ein bisschen bitter, ne? Also ist jetzt weniger als gedacht. Wir könnten aber eigentlich auch ins Wasser gehen, ne? Warte mal, dann habe ich ja jetzt ja Quapsi umsonst mitgenommen, ne? Wenn ich ganz ehrlich bin. Oder? Weil Wadiwabab hätte jetzt mitkommen können.
ich bin manchmal, glaube ich, so doof, ne? Ich stelle mich sehr oft doof, obwohl ich es nicht bin. Das haben mir sehr viele gesagt. Und in dem Falle stimme ich denen zu. Aber ich stimme mir auch jetzt zu, dass das jetzt erstmal für die heutige Folge gewesen ist. In der nächsten Folge geht es dann mit dem Amphi-Training weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder montags und mittwochs, immer um 18 Uhr auf derchotv.de und auf YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Haut rein, bleibt gesund und bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.